Moin. Die Situation kennt eigentlich fast jeder. Ihr habt gerade getankt und wollt in die Tankstelle reingehen und nur bezahlen. Und in der Tankstelle ist eine riesen Schlange und ihr kommt einfach nicht voran und wollt einfach nur schnell wieder los. Und wie ihr das in Zukunft verhindern könnt, zeige ich heute mal im Video. Und zwar geht es heute mal um Fuel and Pay. Das ist ein kostenloser Dienst von Mercedes, in dem ihr einfach im Auto bezahlen könnt. Wie das geht, zeige ich jetzt und ich würde sagen, wir legen direkt los. Was ist eigentlich Fuel and Pay? Bei Fuel and Pay könnt ihr quasi bezahlen bei der Tankstelle, ohne aussteigen zu müssen oder ohne reingehen zu müssen. Ihr müsst natürlich schon aussteigen, um zu tanken. Aber ihr müsst eben nicht mehr reingehen und da drin bezahlen. Das heißt, lange Schlange oder auch, das ist es ja nicht mehr so aktiv, aber damals die Corona-Zeiten, da war das schon sehr, sehr sinnvoll. Das heißt, ihr verknüpft eure Kreditkarte mit eurem Mercedes-Me-Profil und könnt dann im Auto den Bezahlvorgang einfach starten. Wie das funktioniert, zeige ich gleich. Erstmal zeige ich, wie man jetzt die Karte verknüpft, weil das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Wir müssen ja auch irgendwie bezahlen können. Das heißt, ihr geht als allererstes auf mercedes.de und dann loggt ihr euch hier oben ein bei dem Männchen mit eurer Mercedes-Me-ID. So, das habe ich alles schon gespeichert. Genau, so. Und dann geht ihr einmal hier oben auf Mein Konto und dann nochmal hier oben auf Kontodetails und dann auf Zahlungsweisen. Und dann seht ihr schon, ich habe jetzt schon meine Karte hinterlegt und dann könnt ihr eben dort auch die Kreditkarte hinterlegen oder noch mehr Karten hinterlegen, je nachdem, welche ihr ganz gerne haben möchtet. So, das ist jetzt passiert. Das heißt, wir gehen jetzt in unsere Mercedes-Me-App. Und dann wählen wir das Fahrzeug aus. Und wenn ihr sehen möchtet, ob ihr das überhaupt habt, diesen Dienst, könnt ihr hier auf Mehr gehen. Und dann seht ihr hier, Fuel and Pay ist aktiv. Ja, dazu kommen wir gleich. Und wie ihr nochmal überprüfen könnt, ob der Dienst überhaupt aktiv ist, dann geht ihr hier einmal oben auf das Fahrzeug. So, dann auf Dienste verwalten. Und dann sehen wir hier bei Komfort ist es, glaube ich. Genau, da Fuel and Pay ist aktiviert. Und da ist nochmal die Erklärung. Perfekt. So. Wie könnt ihr jetzt Tankstellen finden, die diesen Dienst anbieten? Dafür geht ihr einfach hier auch mal auf den Pfeil, auf den Ordnungspfeil. Und dann werden jetzt hier Tankstellen vorgeschlagen, die diesen Dienst beinhalten. Und dann könnt ihr, das ist natürlich auch eine coole Sache von Mercedes, jetzt eine auswählen. Da fahren wir gleich mal hin. Dann könnte man sogar jetzt schon über das Handy den Vorgang starten. Aber wir wollen uns ja gleich mal zeigen, wie es im Fahrzeug funktioniert. Und wir können sogar jetzt die Adresse ans Fahrzeug senden. So. Genau, und jetzt sieht man schon, Ziel wurde von Mercedes-Me empfangen. Und jetzt habe ich hier sogar schon die Route drin. Kann man vielleicht sehen da. Die habe ich gerade ausgewählt. Und ich würde sagen, da fahren wir jetzt mal hin. Ich berechne die Route. So, jetzt sind wir gleich da bei der Tankstelle. Und dann testen wir mal, was jetzt das Fahrzeug uns vorschlägt, was wir machen sollen mit Fuel and Pay. Schauen wir mal, wo eine frei ist. Ah ja, da ganz hinten sehe ich doch eine. Doch nicht, dann drehen wir einmal um. So, weil er sollte im Normalfall jetzt mir sofort Fuel and Pay vorschlagen, ohne dass ich extra danach fragen muss. Weil wir haben die Tankstelle eingegeben und laut Mercedes-Me App müsste die das ja eigentlich können. So, da vorne ist auch die richtige Säule. Schauen wir mal. Ich stelle mich jetzt hier hin, mache den Motor aus und er schlägt mir tatsächlich hier oben vor, willkommen bei Fuel and Pay. Und wenn diese Anzeige jetzt kommt und gleich verschwindet, ist es nicht schlimm, weil die könnt ihr immer wieder finden und zwar, jetzt ist sie eben weg. Da oben in der Ecke hat man dieses kleine Symbol und dann kann man hier rauf gehen. So, dann schauen wir doch mal, was jetzt Fuel and Pay uns hier vorschlägt.
Willkommen bei Fuel & Pay, genau. Also bezahle, kontaktloses Bezahlen, weiterfahren, wie schon gesagt. Bei der richtigen Adresse sind wir auch. Dann gehe ich einmal auf Weiter. So, dann gucken wir mal. Okay, ich habe jetzt hier die Säule 7. Das heißt, ich gehe auf Säule 7. Kann man auch Diesel einstellen, theoretisch? Nee, okay. Also die haben alles gedacht. Sehr gut. Und ich glaube, das heißt jetzt hier, das könnte ich jetzt reintanken. Also der Wagen ist auch relativ leer gefahren. Anscheinend können wir das maximal fair tanken. Und hier oben sieht man auch, meine Visa ist hinterlegt. Also wissen wir auch gleich, über welche Karte es geht. Okay, dann mache ich jetzt Säule 7. Benzin, ist klar. Das mache ich mal jetzt auf OK. Mein PIN. Ja, weiß ich. So. Einmal auf OK. Bin ich mal gespannt. Und jetzt könnte ich ja eigentlich rausgehen und tanken, ne? Normalerweise. War das der richtige PIN? Ja. Okay, jetzt müssen wir nochmal mit unserem Handy den Code scannen. So. Okay. Damit verifiziere ich mich wahrscheinlich einmal. Challenge successful, okay. Perfekt, okay. Sie können jetzt Zapfsäule nutzen. Okay, das heißt, steig jetzt mal aus und tank mal. So, dann schauen wir doch mal. Ich werde jetzt nicht voll tanken, nur für testweise mal. So, Säule 7, super, okay. Ich tanke jetzt mal 10 Euro rein oder so, dass wir einfach nur das testweise machen. Geht erstaunlich schnell bei den aktuellen Preisen. Dann machen wir 15. So, jetzt sind es 15,39. Okay. Und dann muss ich jetzt eben nicht reinlaufen, sondern kann wieder einsteigen. Dann schauen wir mal, ob sich das jetzt so, was jetzt so funktioniert. So, dann mache ich den Wagen wieder an. Und jetzt sehen wir hier, Tankvorgang abgeschlossen. Jo. Zahlungsübersicht. Krass. Okay. Jetzt sehen wir hier meine Visa, die Menge und den Preis. Habe ich genauso vertankt. Jetzt kann ich hier auf Schließen gehen. Und jetzt fahre ich wieder los. Es fühlt sich ein bisschen falsch an, um ehrlich zu sein. Aber es ist ja bezahlt, also alles gut. Krass. Es hat mich wirklich erstaunt, dass das einfach so easy funktioniert, weil man ist ja wirklich nur hingefahren. Wir haben es ja vorher ausgewählt. Und ich fand es auch erstaunlich, wie viele Tankstellen das eigentlich können. Hat man ja gesehen in der Mercedes-Me-App gesehen, wie viele Tankstellen eigentlich diesen Dienst anbieten. Und wahrscheinlich auch bei euch in der Region gibt es da einige. Und es ist wirklich kinderleicht. Man fährt drauf auf die Tankstelle, fängt, das Auto sagt sofort, es ist bereit. Man kann diesen Dienst starten und dann Ladesäule auswählen, Tanksäule auswählen und dann einmal den Vorgang starten. Und es funktioniert. Und wie gesagt, es fühlt sich wirklich komisch an, dann einfach zu tanken, einzusteigen und wegzufahren. Aber es ist ja legal, es ist bezahlt, es hat funktioniert. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das machen würdet so oder ob ihr euch so einen Dienst wünschen würdet bei eurem Fahrzeug oder vielleicht, wenn ihr den habt, ob ihr den auch überhaupt nutzt. Würde mich mal sehr interessieren. Ja, und ansonsten lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.